Lieben, heute war ich beim Lidl und ja, es wurden zwei Taschen und Getränke kam auch noch mit. Zeige ich euch. Moment. Zweimal der 6er-Pack Cola Sherry. Das ist wieder so eine Sonderedition, was die da gerade haben. Ja, da habe ich gedacht, nehme ich jetzt mal eins mit. Beziehungsweise zwei. Einer steht noch unten. So, dann kamen mit deutsche Erdbeerchen. Sahen so schön aus. Ich hoffe, sie schmecken auch. Dann kam mit Kräuterbutter-Baguettes. Das sind die aus dem Tiefkühler. Die hatte ich bisher noch nie. Immer nur die aus dem Kühlschrank. Jetzt probiere ich mal die aus, ob die schmecken. Dann habe ich für heute zweimal, aber ich denke, wir brauchen die 200, diese Knusperfilets hier mal mitgenommen zum Testen. Die sind mit Edamer-Käse und Kräuter sind die gefüllt. Die kann man in der Pfanne oder im Backofen machen. Die könnte man bestimmt auch in der Heißluftfritteuse machen. Also Fischstäbchen habe ich schon mal in der Heißluftfritteuse gemacht und die waren richtig geil. Also so knusprig und lecker, war toll. Also ich mache meine jetzt eigentlich nur noch, ich habe jetzt schon ein paar Mal, habe ich jetzt schon gemacht in der Heißluftfritteuse. Ja, mal gucken, ob ich die dann auch mache oder ob ich wieder so Platzmangel habe, dass ich die heiße Fritteuse nicht hinstellen kann. Mal gucken. Ich freue mich schon so richtig auf meine Küche mal, auf meine eigene. Weil die wird größer, die ist dann, die entspricht dann meinen Ansprüchen. Weil ich brauche Platz. Ich habe so viele Haushaltsgeräte und ich weiß auch nicht, ich meine, alles hinstellen tue ich natürlich auch nicht, aber ich weiß nicht, dann hast du da jetzt, habe ich da jetzt die Brotschneidemaschine, ja, die räume ich eigentlich nicht weg, weil ich sie jeden Tag brauche. Also wenn ich jetzt jeden Tag in den Schrank räumen wollte und wieder raus, deswegen steht sie jetzt da. Ja, dann hast du den Wasserkocher, der Toaster habe ich eigentlich auch im Schrank, aber jetzt haben wir ihn wieder jeden Tag benutzt. Da räume ich den ja auch nicht rein und raus, also, ne, ja, also ich bin wirklich froh, wenn ich mal gucken, wie lange es noch dauert. Also dieses Jahr nicht, vielleicht nächstes Jahr, mal gucken. Ja, also dann kamen noch Eier mit. In letzter Zeit mache ich so gern so ein gemischter Salat. Habe ich auch. Ja, hier habe ich wieder Radieschen mitgenommen. Und diesen Mini-Romana-Salat. Da mache ich dann, da habe ich auch noch Frühlingszwiebelchen. Ja, und dann mache ich da jetzt noch gekochte Eier auch noch dazu. Und wenn ich lustig bin, mache ich dann auch noch einen Käse mit rein. Und so einen richtig bunten Salat. Den esse ich so am liebsten und so. Mein Mann mag das auch sehr gerne. Ja. Dann habe ich zweimal die Bifi. War an der Kasse beim Lidl gestanden für 1,99. Dann habe ich diese Aufbackbrötchen hier, die ganz normal mitgenommen. Da bin ich am Überlegen, ob ich,
ob ich die mache im Backofen mit Hackfleisch drauf. Das habe ich schon öfter mal gemacht. Jetzt aber schon wirklich eine Zeit lang nicht mehr. Ja, da machst du wie Frikadelle Hackfleisch an. Und dann kommt, ja, ich höhle das dann ein bisschen aus. Und dann mache ich da das Hackfleisch rein. Also das Ausgehöhlte. Wenn es nicht viel ist, dann mache ich das einfach mit dem Hackfleisch. Mische ich das einfach mit rein. Und wenn nicht, lasse ich es ein bisschen trocknen und gebe es dann als Vögel, wenn es trocken ist. Weil es ist ja dann auch nicht mehr viel. So teile ich das dann auf. Ja. Ja, und dann mit Käse noch drüber, ne? Och, lecker. Ja, dann habe ich ein Weizenmehl mitgenommen. Und hier haben wir noch einmal das Splitteis. Das mag ich so gerne, das esse ich wirklich sehr gerne. Das Fruchtige, das mag ich. Und dann habe ich das Milka-Eis gesehen, dann habe ich gedacht, ne, das muss mit. Das muss mit, muss ich probieren. So, dann kam noch mit Wurst und Käse. Und zwar einmal die Rindswurst, dann einmal der leichte Schinken, der Rohschinken. Mag ich auch sehr gerne, weil der kein Fett hat. So kein Fettrand. Dann der Butterkäse war mit der Little App war der günstiger. Dann habe ich hier noch einmal eine Remoulade. Dann einmal ein Brot. Wie gesagt, schneide ich selbst. Deswegen ist es ein ganzes. Dann habe ich hier von den Brötchen hier mitgenommen, diese langen hier. Und zwei von diesen Weltmeisterbrötchen. Dann kam noch mit meine letztens vergessenen Äpfel. Und dann gab es die hier reduziert auf 1,99 € so ein Ei. Da habe ich halt gleich an meine Mama wieder gedacht. Ich weiß aber noch nicht, wann ich zu ihr hinkomme. Ich hoffe, es überlebt bis dorthin. ja, das war's. Tasche leer. Ja. Ich war noch im Rossmann. Da werde ich euch dann, ich räume das hier weg und dann mache ich erstmal Essen und dann später sehen wir uns im Wohnzimmer drüben und dann zeige ich euch da den Rossmann Hall. Dann bis später. So, meine Lieben, wir haben gegessen, der Bauch ist voll. Ja, also das. Diese Fischfiletteile da, die waren ja mit Edamer und Kräutern gefüllt und sehr lecker. Wir haben uns Remoulade aufs Brötchen gemacht und Salatblätter haben wir drauf. Dann haben wir uns noch ein bisschen Zwiebeln drauf und da dann dieses Filet. Lecker, richtig lecker. Also ich habe nicht zwei geschafft, eineinhalb habe ich geschafft. Das hat so gestopft, macht sehr satt. So, da ist mein Rosswand, da ist noch meine Salbe von der Apotheke. Fangen wir mal den schweren an. Da habe ich mir wieder diesen Hygienespüler geholt, den nehme ich schon, ach je, über 10 Jahre. Nehme ich das jetzt schon, also ich wechsle da auch zwischen Sensitiv und dem Normalen. Da ist bei uns jetzt kein Unterschied. Ich nehme auch nicht immer den gleichen. Also ich hatte auch schon den vom Lidl. Den hatte ich jetzt gerade leer gemacht.
Deswegen den. Den vom Aldi, vom DM, also da ist nichts gleich. So, dann habe ich mir mal diesen Fettlöser hier mitgenommen von Domol. Mal gucken, ob der was ist, ob er was taugt. Weil ihr wisst ja selber, ne, wenn man in der Bratpfanne anbrät, die ganzen Fettspritzer außenrum. Und dann nehme ich dann doch gerne so einen Reiniger hier, um erstmals grobe wegzumachen. Stark gegen Ölflecken und Eingebranntes. Aufsprühen, einwirken, abwischen, fertig. Fettlöser, ohne Mikroplastik. Ja, also testen wir aus. Vielleicht habt ihr den ja schon gehabt und könnt mir das schreiben, wie ihr den fandet. So, dann habe ich mir mal diesen Flecken, das Fleckensalz hier mitgenommen. Normalerweise habe ich immer diese Töpfe, das Oxy. Aber jetzt, der hat ja 1,99 gekostet. Und ist ja diese 1 Kilo Packung. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was in der kleine Töpfe drin ist. Ob das die 500 Gramm sind. Könnte ich jetzt draußen gucken, da habe ich ein bisschen leere Töpfchen hingestellt. Ja. Musst du jetzt mal mit. Entfernt selbst hartnäckige Flecken für weiße und farbechte Textilien. Aktiv bereits ab 20 Grad, auch ohne Mikroplastik. Ja. Mal gucken, ob ich es aufkriege. Boah, nee. Da irgendwie was dran. Ach da. Jetzt habe ich natürlich nichts zum da rein zu bohren. Ach, geht. Denk schon, was treibt ein Diegel. Mach besser die Nase weg, bevor ich da aus Versehen drauf hau. Gut, das mache ich später weg. Ah ja, da ist auch so ein Löffelchen dabei. Ah. Oh, riecht gut. Okay. Also ein Löffelchen ist dabei. Dann probieren wir das auch mal aus. So, entfernt zuverlässig alle Flecken, wie zum Beispiel Kaffee, Rotwein, Fett, Eiweiß und Stärkeflecken. Zudem werden ihre Textilien von Grauschleiern, Vergilbungen und Gerüchen befreit. Entdecken sie weitere Vorteile, schont Farben und Gewebe, frischt die Leuchtkraft der Farben auf, ideal als Wäschepflegezusatz für oft zu waschende Textilien. Okay, das kommt zusätzlich zum Waschmittel in die Einspülkammer. Bei normalen Flecken 3 Dosierlöffel, bei hartnäckigen 4. Wow. Ja gut. Also Flecken habe ich jetzt nicht so oft. Ich würde dann immer so eine Kappe gerade mit dazu geben. Ich teste aus. Ach, dann habe ich ab und zu mal Sodbrennen und kriege das dann auch nicht mit Senfmilch, was auch immer, weg. deswegen habe ich mir jetzt mal vom Bullrich Salz die Markentabletten gegen Sodbrennen mitgenommen. Also die letzten, die ich hatte, war vor 3 Jahren vom Arzt und die haben bis jetzt gehoben, also bis vor 2 Monaten oder so, also kann ich sagen, so 2,5 Jahre waren sie aufgebraucht,
Deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse mir jetzt keine verschreiben. Da kostet ja das Rezept 5 Euro. Und das Päckchen hat jetzt 3,99 gekostet. Ja, und sind ja, ach Gott, sind 180 Stück drin. Also, mal gucken. Und hier unten, seht ihr das, da ist sogar so ein Röhrchen drin. So ein Mitnahmeröhrchen, wo man sich dann in die Handtasche packen könnte. Aber unterwegs habe ich eigentlich noch nie gebraucht. Also, ist eigentlich immer zu Hause dann. Eigentlich immer gegen Abend, wenn ich es dann nochmal hatte. So, dann komm mit. Für Dina. Ihre Salamis, die liebt sie über alles. Sind es deine Salamis? Magst du das Salami haben? Ja? Soll ich dir eins aufmachen? Mal eins aufmachen. Entschuldigung, folgende Sendungen verzögern sich um 10 Minuten. Willst du das haben? Was kriegt die Mama? Was kriegt die Mama? Danke. Nasenkussi. Dann habe ich ihr wieder. Hast du es jetzt schon inhaliert? Und du sollst es auch kauen. Nicht nur schlucken, auch kauen. Ja. Ihre Gelenksticks habe ich ihr wieder mitgenommen. Da kriegt sie aber meistens nicht ein ganzes. Wir halbieren das. Weil die sind, das sind ja sehr dicke, große Dinger. Seht ihr das? Die sind dicker als mein Finger. Gibt es dann ein halbes? Dann habe ich ihr wieder ihr Hundeeis mitgenommen. Habe ich 2 Packungen gleich eingepackt. Das sind solche Beutel. Hier seht ihr das, so Beutelchen. Die legt er einfach in den Gefrierschrank, also in den Froster. Und da sind immer verschiedene Geschmacksrichtungen. Das ist einmal zweimal mit Huhn und Mango, zweimal Truthahn und Cranberry, zweimal Pude und Heidelbeere und zweimal Ente und Apfel. Ist ohne Zuckerzusatz, ohne Zusatz von Farbstoffen und Konservierungsmitteln. Und Dina liebt es. Ich habe es auch schon im DM als gehabt. Da ist es dann eine andere Geschmacksrichtung. Ich meine sogar, da gab es nur mit Leberwurst oder so war das. Ja, dann ihr Nassfutter wieder. Da habe ich jetzt dreimal Schälchen mitgenommen. So ist es Lamm und Truthahn, Geflügel und Nudel und Wild und Herz. Dann habe ich hier noch 3-mal Dosen mitgenommen. Das ist dann 2-mal ist Huhn mit Gartengemüse, so ein Bauerntopf. Und 1-mal habe ich ein Pute mit frischen Karotten mitgenommen. Also sie isst das sehr, sehr gerne. Mir habe ich auch 2-mal mitgenommen, die Pute. So. Dann konnte ich an der Verpackung hier nicht vorbeigehen. Ne? Also die ist so schön. Schaut mal. Das ist eine Handseife. Und das hier ist... Es fühlt sich fast an wie Metall, ist aber so ein Hartplastik. Ich fand es so hübsch und du kannst wunderbar dann diesen Aufkleber hier gerade mit dem Fingernagel abziehen. Auf der Rückseite das gleiche.
Und dann könnt ihr euch das immer auffüllen mit den Nachfüllpackages und sieht doch, ich finde die so hübsch. Ja, ist eine limitierte Edition und ist mit verwöhnend floralem Duft. Ich habe geschaut gehabt, mit Pfirsichnote und sinnlichen Jasminduft. Ja, sie haben auch noch das gleiche in Lila. In Lila ist es ein Ticken günstiger, weil es keine LE ist. Ja, und das hier ist eine Limited Edition. Ja, aber ich wollte die haben. Das hat mir so gefallen. So, dann habe ich mir einmal von Tete Sept Haarkraft mitgenommen. Das ist mit Biotin, Zink, Folsäure für Haare und Kopfhaut. Patentierte Rezeptur mit Nährstoffen für den Erhalt gesunder, glänzender Haare und der Haut, auch der Kopfhaut. Ja, einmal täglich, sind 30 Mini-Tabletten, sind vegan. Ja, und das nehme ich jetzt mal. Ich hole mir ja zwischendurch immer mal sowas. Da meine kleinen Haare gerade überall schön wachsen. Ja, habe ich gedacht, fördern wir das doch mal. Dann habe ich mir zweimal Omega-3-Algenöl mitgenommen. Da gibt es ja auch das Fischöl, aber das ist nicht gut. Man soll lieber dieses Algenöl nehmen für Omega-3. Ist rein pflanzlich, klar. Mikroalgenöl. Ja, da habe ich mir jetzt mal zwei Packungen mit, weil anscheinend wird sich das gut rumgesprochen. Bei uns ist das immer sehr schnell leer. Dann gibt es nur noch die mit Fisch. Diese Fischölkapseln. Ja, deswegen habe ich mir jetzt mal zwei von dem Algenöl mitgenommen. Omega-3 ist halt auch gut wegen meiner Schuppenflechte. Und dann gucken wir mal, ob das was hilft. Zusätzlich. Muss gerade mal gucken. Ja, ist auch einmal täglich. Sind 30 Kapseln drin, einmal täglich. Das sind diese durchsichtigen. Die hier. Mit denen habe ich schon meine Probleme. Also da kann es passieren, dass mir die Dinger schon wieder am Hals hängen. Das ist aber das Problem, weil ich nicht gern Tabletten schluck. Ich hasse das. Ja, dann habe ich mir in Tropfenform, fand ich richtig cool, habe ich mir Vitamin D3 mitgenommen und K2. Nehme ich eigentlich schon fast ein Jahr, nehme ich D3. Hat mir die Ärztin verschrieben, aber ganz ehrlich, da kostet die Packung fast 30 Euro und da ist auch nichts anderes drin, ne? Also das ist schon heftig. Ja, und deswegen, jetzt habe ich die Tropfen hier entdeckt, jetzt wollte ich die Tropfen versuchen. Vitamin D unterstützt die normale Funktion des Immunsystems. Vitamin K2 für die Erhaltung normaler Knochen. Ja, und da steht dann hier was. 5 Tropfen pro Tag unverdünnt einnehmen. 5 Tropfen entsprechen 1500 IE Vitamin D Einheiten. Ja, also das nehmen wir. So, hier ist leer, da ist nur noch mein Geldbeutel drin. So, ja. Dann hätten wir das jetzt. Klein, aber fein. Ich habe euch jetzt lang genug aufgehalten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt den Tag, bleibt gesund und bis bald.